Auch nach über 12 Jahren finden Menschen in Skyrim immer noch spannende Geheimnisse und Details. Und selbst wenn du wirklich alles gesehen hast in Skyrim und wirklich alles kennst, nun, Bethesda hat einige Dinge aus dem Spiel gestrichen, aber in den Spieldateien versteckt. In dem heutigen Video werden wir diese Dinge wiederherstellen und uns gemeinsam näher ansehen. Und ganz zum Ende des Videos verrate ich dir, wie du diese Dinge selbst wiederherstellen kannst, um in einem neuen Spieldurchlauf sie zu erleben. Damit starten wir direkt rein und werfen einen Blick auf Einsamkeit. Die Hauptstadt von Himmelsrand hat wirklich ziemlich viel zu bieten. Sei es nun die Möglichkeit, sich der kaiserlichen Armee zu Beginn des Spiels anzuschließen oder einmal den Blauen Palast zu besuchen, von wo aus die hohen Könige von Himmelsrand über das Reich geherrscht haben. Was wir allerdings auch finden, ist der Erzfeind, der Sturmmäntel und eigentlich aller Völker von Tamriel, nämlich den Talmor. Genauer gesagt finden wir in Einsamkeit das Talmor Justizar Hauptquartier vor. Und ja, das ist bereits im Grundspiel normal von Skyrim mit enthalten. Und falls ihr nicht mehr ganz genau wisst, wo sich das Ganze befindet, hier ein Blick auf die Karte verrät es euch. Das Ding ist nur, dass das Ganze im Grundspiel verwaist ist. Allerdings hatte das Bethesda wahrscheinlich alles etwas lebendiger geplant gehabt. Also wirklich auch mit Talmor-Agenten, die vor Ort sind. An sich sollte auch dieses Hauptquartier nicht besonders groß sein, sondern einen normalen Erdgeschoss besitzen, einen Keller und dann halt oben noch einen besonderen Raum für den Anführer der Talmor. Und ganz ehrlich, ist es schon etwas merkwürdig, dass Bethesda sich dafür entschieden hat, dieses Gebäude verweisen zu lassen. Denn die Talmor haben wirklich ihre eiserne Hand um Himmelsrand gelegt und auch um das Kaiserreich. Dementsprechend ist es auch nur sinnvoll, dass sie ein Hauptquartier bzw. Stützpunkt innerhalb von Einsamkeit besitzen. Im Übrigen war hierfür dieses Hauptquartier hier geplant gewesen, dass die Talmor-Flaggen ausgetauscht werden durch den Bär von Windhelm bei einem Sieg der Sturmmantel-Rebellen. Die Talmor wären dann im Justizar-Hauptquartier nicht mehr anzutreffen gewesen, sondern wären vertrieben worden und man hätte halt überall diese schönen neuen Banner gesehen. Doch nicht nur Orte wurden in Himmelsrand etwas verändert oder nicht ganz fertiggestellt wie im letzten Beispiel, sondern auch Waffen, die eigentlich im Spiel sind, können nicht von uns Spielern gelootet werden. Ein Beispiel dafür ist der geschmeidige Falmerbogen. Diesen können zwar die Falmer bei sich tragen und auch verwenden, wir können ihn allerdings nicht looten. Warum auch immer hat Bethesda sich dafür entschieden, diesen Bogen zu entfernen. Und das ist ziemlich merkwürdig, denn dieser Bogen hat keine besonderen Werte. Auch der Basisschaden unterscheidet sich nur minimal vom normalen Falmerbogen. Dieser schadet mit einem Basisschaden von 12 und der geschmeidige Falmerbogen bei einem von 15. Warum? Diese zwei Punkte machen kaum einen Unterschied und die meisten, die in Skyrim reinstarten, werden so schnell ein höheres Level besitzen, dass natürlich halt auch damit der Schaden der Waffen von den Gegnern steigt. Womöglich wollte man diesem Bogen einen höheren Wert geben. Zugegeben, der geschmeidige Falmerbogen ist vielleicht nicht die beste Waffe in Skyrim, aber ich habe hier noch am Rande einen ganz interessanten Fakt über die Waffen und die Rüstungen der Falmer. Diese werden tatsächlich aus den ekelhaften Schauri hergestellt, die die Falmer ja zum Teil auch als Haustiere halten. Aus den Schauri stellen die Falmer nämlich das Material Chitin her. Und Chitin wird benötigt für die Falmerbögen, Schwerter, aber auch Rüstungsteile. Kein anderer Ort wie die Akademie von Winterfeste zieht mich so in den Bann. Neben den Dwemer-Ruinen, neben Rifdon, neben Markarth, es gibt eigentlich ziemlich viele coole Orte in Skyrim. Aber unbestreitbar ist die Akademie von Winterfeste ziemlich magisch. Was hingegen nicht so magisch ist, ist der Umstand, was Bethesda hier alles weggeschnitten hat. Wusstet ihr, dass geplant war, dass die Akademie von Winterfeste eine eigene Wache besitzen sollte? Interessanterweise patrouilliert diese dann halt auch wirklich über den Hof und ist sogar dazu in der Lage, uns Quests zu geben, wie alle anderen Wachen im Spiel. Doch es wird noch spannender, denn diese Wache hätte fast als einzige Wache im Spiel keine Verkleidung auf dem Kopf gehabt. Das heißt, man kann wirklich ihr Gesicht sehen. Doch nicht nur das, tötet man diese Wache, was durchaus auch mit ja einigen Tricks relativ leicht vonstatten geht, dann bekommt man eine
Meisterrobe der Zerstörung. Das wäre somit eine der stärksten Rüstungen, die eine Wache in Skyrim trägt. Diese Robe erlaubt es nämlich, dass Zerstörungszauber 25% weniger Magicka kosten und die Magicka regeneriert sich um 150% schneller. Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum es diese Wache nicht final ins Spiel geschafft hätte, denn sie wäre der ultimative Exploit gewesen für alle Magier. Einfach schnell zur Akademie der Winterfeste reisen, Speicherstand anlegen, versuchen halt die Wache zu bestehlen, irgendwann hat man halt Erfolg und dann hat man einen der mächtigsten Roben im Spiel. Ansonsten folgt diese Wache eigentlich immer den gleichen Ablauf und hat dann halt sogar einen Schlafplatz in der Halle der Errungenschaften. Die Frage, die ich mir jetzt hier halt stelle, ist, wenn es nur eine Wache gibt und diese dann halt auch einfach nachts schläft, wer passt dann auf die Akademie von Winterfeste auf? Ganz ehrlich, ein Stück weit ergibt es allerdings auch Sinn, dass die Akademie von Winterfeste keine eigenen Wachen besitzt, beziehungsweise nur einen in diesem Fall. Schließlich haben wir es hier mit Magiern zu tun und die sind eigentlich durchaus dazu in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Nun ja, auch nicht alle. Damit werfen wir wieder mal den Blick auf eine Waffe, die es auch nicht final ins Spiel geschafft hat. Die Rede ist von Dornenherzfluch. Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der abgeschworenen Axt. Ursprünglich sollte man wahrscheinlich diese Axt bei einem Dornenherzen der Abgeschworenen in der Schanze des vergessenen Tals finden. Und jetzt kommt's. Diese Waffe hat auf den ersten Blick eigentlich keine besonderen Werte. Doch auf den zweiten Blick stellt man fest, dass sie ziemlich stark ist. So teilt sie nämlich 5% zusätzlichen Schaden bei Nord aus. Klingt wie gesagt erstmal ziemlich schlecht, wenn man allerdings bedenkt, dass die meisten Gegner in Skyrim tatsächlich Nord sind, dann macht man hiermit extrem viel Schaden. Man muss ja einfach bedenken, dass es zahlreiche andere Boni in Skyrim gibt, die sich halt stapeln lassen. Die meisten Gegner in Skyrim sind tatsächlich Männer. Wenn ich also als Frau in Skyrim spiele und die Quest das Herz von Dibella abschließe, dann erhalte ich die Kraft von Dibella. Und dieser Effekt sorgt dafür, dass mein Nahkampfschaden beim anderen Geschlecht um 10% erhöht ist. Und schon knalle ich hier den männlichen Gegnern mit Dornenherzfluch nicht 5%, sondern 15% mehr Schaden ins Gesicht. Und unter den Diejenigen von uns, die schon jahrelang Skyrim spielen, fallen uns hier bestimmt noch einige Möglichkeiten mehr ein, das ins Unermessliche zu treiben. Bethesda war ziemlich gnadenlos, wenn es darum ging, Dinge zu entfernen, die nicht vollständig fertig waren. In der Nähe von Drachenbrügge hat man ein ganzes Dorf einfach platt gemacht, was den Namen Frostfluss trägt. Warum dieser Ort entfernt worden ist, ist nicht genau klar. Vielleicht war er einfach zu performancehungrig für die damaligen PCs und Konsolen. Oder Bethesda war dieser Ort selbst zu langweilig, denn viel gab es hier in Frostfluss eigentlich nicht zu tun. Wir haben hier die Möglichkeit, mit dem NPC Sigmar Eisenblut zu sprechen. Und dieser trägt uns wieder nach einem Gespräch auf, eine Kiste Frostfluss-Met nach Winterfeste zu bringen. Eine klassische Fetch-Quest, für die es nicht mal eine Belohnung gibt. Dennoch finde ich die Frostfluss-Siedlung einen Besuch wert. Es handelt sich hier einfach um einen weiteren Ort in Skyrim, den man bestaunen kann. Und gleich zeige ich euch auch noch, wie man diesen in einem neuen Spieldurchlauf hinzufügen kann. Vorher müssen wir uns noch ein ziemlich cooles Rüstungsteil anschauen, wie ich finde, und nochmal den Blick zur Akademie von Winterfeste werfen. Der Sturmmantel-Brustpanzer ist ja allgemein bekannt. Die Sturmmantelsoldaten tragen ihn ja. Aber wusstet ihr, dass es zwei Versionen von diesem Panzer gibt? Eine besitzt lange Ärmel und eine kurze Ärmel. Und die langärmelige Version, die hat es leider nicht final ins Spiel geschafft. Nun gut, man muss auch ehrlich sein, ich finde die kurzärmelige Variante deutlich cooler, aber sie ist nicht so wirklich realistisch. Schließlich wird es im eisigen Norden von Himmelsrand ziemlich kühl. Die langärmelige Variante vom Sturmmantel-Brustpanzer heißt übrigens genau gleich und beide Rüstungsteile lassen sich nicht voneinander unterscheiden. Man sieht den Unterschied erst dann, wenn man diese Rüstung anprobiert. Und damit kommen wir zu einer Quest, die in meinen Augen eigentlich ziemlich cool ist, nämlich die verschwundenen Lehrlinge. Auch bekannt unter dem Namen verlorene Lehrlinge. Je nachdem, wie man das Ganze übersetzt. An der Akademie von Winterfeste sind eine Reihe von angehenden Magiern verschwunden. Einen dementsprechenden Aushang bzw. Verweis auf das Verschwinden der Lehrlinge können wir finden an der Akademie von Winterfeste. Und schon müssen wir mit Finis Gestor sprechen, der uns darüber aufklärt, dass halt mehrere Lehrlinge verloren gegangen sind. In der unmittelbaren Umgebung von Winterfeste können wir dann halt auch alle Lehrlinge finden, allerdings sind sie tot. Und das ist es, was mir an dieser Quest so sehr gefällt. Vier angehende Magier sind verloren gegangen und man hat die ganze Zeit die Hoffnung, einen von diesen leben zu finden, doch alle sind wirklich tot.
Tod. Die Magierin Yisra zum Beispiel hat versucht, den Zauber Feuermantel auszuprobieren und ist dabei kläglich gescheitert. Übrigens findet man ihre Überreste ohne Cheats und auch ohne Mods einfach so im Spiel. Bethesda hat hier diese Quest nicht mal komplett richtig entfernt. Hier sehen wir den Magier Ilias Tai, der wahrscheinlich versucht hat, irgendein Experiment mit Skivern durchzuführen und dann halt von diesen einfach getötet wurde. Oder der arme angehende Magier Rundi, der wahrscheinlich auf seine eigene Rune getreten ist. Aber am tragischsten finde ich das Schicksal von Borvir, der ist halt einfach einem Banditen in die Hände gelaufen. Na, wenigstens hat er sich nicht wie Yisra selbst in die Luft gesprengt, sondern hat ein paar Pfeile in den Rücken bekommen. Na, und was lernen wir aus dieser Geschichte? Nun, Magie in Skyrim und generell im Elder Scrolls Universum ist ziemlich mysteriös und vor allen Dingen auch gefährlich. Nur für uns Drachenblut natürlich nicht, denn wir können natürlich sofort alle Zaubersprüche und bei uns geht gar nichts schief, komplett realistisch. Aber hey, wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn man als Spieler direkt in Flammen aufgehen würde, wenn man irgendeinen Zauberspruch versucht zu lernen. Wobei, wäre vielleicht eine spannende Mechanik für The Elder Scrolls 6. Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Doch wie könnt ihr jetzt diese und auch noch viele andere Dinge, die von Bethesda entfernt worden sind, selbst erleben in einem neuen Spieldurchlauf? Hierfür benötigt ihr lediglich zwei Mods, nämlich einmal den Unofficial Skyrim Special Edition Patch und die Mod Cutting Room Floor. Für die Xbox-Konsolen und natürlich auch für den PC habe ich euch die Links in die Beschreibung gepackt. Seid ihr auf einer der Xbox-Konsolen unterwegs, dann reicht komplett die deutsche Übersetzung aus. Spielt ihr auf dem PC, müsst ihr zunächst die originale englische Mod installieren und dann die deutsche Übersetzung. Und genau in dieser Reihenfolge installiert ihr dann auch mit einem Mod-Manager eurer Wahl, die Mods. Doch bevor ihr das macht, solltet ihr euch unbedingt hier in dieses Video reinklicken, wo ihr mehr über die Geheimnisse von Solstheim erfahrt.